Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Inazuma 11 2 Eissturm. In der Aufnahme ist ja wieder einiges passiert. Wir haben erstmal ein Freundschaftsspiel gegen Occult gemacht. Da haben wir ein Trikot gewonnen und haben sogar uns nochmal gegen die Alice Academy, gegen Gemini Storm angetreten und natürlich verloren, war ja auch klar. Momentan sind wir nicht in der Lage, sie irgendwie zu besiegen. Und jetzt können wir nach Tokio und wir treffen uns dort mit den Premierminister. Die Leute haben ihn entführt und haben ihn freigelassen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und das wollen wir natürlich jetzt erfahren. Das heißt, wir reisen erstmal nach Tokio. Oder wir kämpfen erstmal gegen die Rehbogen. Regenbogenbögen. Leute, die komischen Power Rangers. So, und wir haben Tari dabei. Sie ist jetzt definitiv dabei. Unsere erste Frau in unser Team. Und die darf direkt erstmal das erste Tor schießen. Bam! Aber abgeblockt, schade. So, was kann sie? Der Turm. Ein Defensivteil. Haben wir auch schon mal gesehen, wo wir gegen sie angetreten sind. So. Und das Ganze noch einmal versuchen. Schießen. Voller Schusskraft. Und jetzt Tori. Der muss drin sitzen. Immer noch nicht. Das kann doch nicht. Das kann doch hier nicht sein. So. Spulenreher. Fehlgeschlagen. Oh. Das ist jetzt schlecht. Ah, verdammt. Beide sind außer Gefecht. Ja, nimm mal fangen. Und versuchen, ein Tor zu machen. Wir haben momentan den Oculus. Die Oculus-Teile. Ah, toll. Windwald. Wer gewinnt? Oh, er setzt auch was ein. Blitzstibitzer. Okay, ja, dann kann ich ja nicht gewinnen. Nochmal fangen. Der schießt ganz normal drauf. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So. Und versuchen jetzt volle Power drauf zu schießen. Die letzten Sekunden. Tori, schaffst du es? Sie schießt und sie trifft noch in allerletzter Sekunde. Puh, war ja ganz knapp. Wunderbar, so will ich das doch sehen. Level 4, okay. Mhm. Streifentrikot haben wir bekommen. Schauen wir uns doch mal an. Nicht die Aufstellung, sondern das Inventar. Trikot. Streifentrikot. Aha. Nehmen wir das mal. Wir probieren einfach mal alles aus. Und dann schauen wir mal, welches Trikot uns oder mir am besten gefällt. So, Karte. Hier, Tokio. Müssen wir wieder zurück. Kommt mal alle her. Okay. Wow. Seht euch mal die ganzen Reisbällchen an. Die sehen lecker aus. Wenn ihr ein überragendes Team werden wollt, braucht ihr jede Menge Energie. Danke, Silvia. Lasst es euch schmecken. Halt! Erst müsst ihr noch eure Hände waschen. Ach ja, sie hat ja so einen Tick dafür. So gut. Aber wo sollen die im Bus denn Hände waschen? Ja, die sind echt lecker. Ja, das schmeckt klasse. Yum, 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 yum. Langsam, ihr Aasgeier, seid nicht so gierig. Es ist genug für alle da. Ich muss noch an der Form arbeiten. Aber diese Reisbällchen sehen schon ganz gut aus, oder?
lecker. Die sind großartig. Ich fühle mich schon stärker. Oh, Mark, schau dich an. Du hast etwas Reis im Gesicht kleben. Wie bitte? Ach, nichts. Ist so viel, wie du möchtest, in Ordnung? Da kann ich nicht mithalten. Oh. Ach ja, sie übt ja noch die Reisbällchenform zu lernen. Oh, ein Anruf. Das ist die Nummer von Mark zu Hause. Hallo? Oh, hallo, Silvia. Entschuldige, dass ich so spontan anrufe. Frau Evers. Evans. Ist alles in Ordnung? Oh ja, mach dir keine Sorgen. Ich rufe nur mal an, um zu fragen, wie es Mark geht. Du weißt ja, wie er ist. Sobald er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, vergisst er, sein Gehirn einzuschalten. Es ging ihm gut, als er ging, aber dennoch... Ich verstehe. Also, wie geht es ihm? Ist dir irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Es geht ihm... Was machst du gerade, Axel? Es geht ihm gut. Er ist voll bei der Sache und hilft jedem. Das freut mich zu hören. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Hör zu, Silvia, dürfte ich dich darum bitten, auf ihn ein Auge zu haben? Ja, natürlich. Tut mir leid, Frau Evans. Ich muss jetzt auflegen. Auf Wiederhören. Mark? In Ordnung, Leute. Wir sind schon fast am Parlamentgebäude. Müssen Sie auch mit dem Premierminister sprechen, Herr Smith? Ja, es gibt ein paar Dinge, die ich ihn fragen möchte. Wer hätte das gedacht, dass wir einmal den Premierminister treffen würden? Er ist der wichtigste Mann vor allem, oder? Ich bin so nervös. Premierminister Stewart Wongert. Sein Slogan ist Anpacken für unser Land. Es ist ein sehr beliebter und junger Mann. Man nennt ihn auch manchmal Wenger, der Hüter der Gerechtigkeit. Wow, dein Vater ist ganz schön wichtig, Tori. Ja. Ein Platten. Nein. Hey, alles zusammen, wir sind da. Ja, der kriegt 20.000 Stimmen. Das Parlament. Ach, diese Leute von Sigurd. Nein, nee, er. Victoria. Papa, oh Papa, du bist es. Victoria. Ich dachte, sie wollten ihn nicht sehen. Papa, geht es dir gut? Victoria, es tut mir so leid. Es tut mir leid, dass du dir wegen mir Sorgen gemacht hast. Papa, was ist passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Echt? Du musst dir keine Sorgen machen, Tori. Hier, mit mir bist du in Sicherheit. Nein, Papa. Ich werde mit Mark gehen. Wir werden die Alice Academy schlagen. Was? Unmöglich. Das ist viel zu gefährlich. Papa, was ist mit dir passiert? Warum bist du so aufgebracht? Es ist zu gefährlich. Ein schreckliches Unheil erwartet Japan. Nein, die Welt. Dann ist es umso wichtiger, dass ich der Ramen 11 beitrete. Wenn so etwas passiert, möchte ich mich nicht hinter den anderen verstecken.
Aber Victoria, du bist doch nur ein... Nur ein Kind? Eins sage ich dir. Mark und sein Team werden es schaffen. Sie werden die Alice Academy schlagen. Alice schlagen? Du musst Mark Evans sein. Jawohl. Die Menschen... Menschen wie dich gibt es nicht oft. Danke, dass du auf meine Victoria aufpasst. Keine Ursache. Ich bin froh, dass ich mit ihr Fußball spielen kann. Ich liebe Fußball. Deswegen werde ich nicht zulassen, dass Alice Fußball mit... was als Waffe missbraucht. Deswegen treten wir gegen sie an. Ja, du hast recht. Ja, deswegen müssen sie aufgehalten werden. Danke, Mark. Was? Ich werde alles tun, um euch bei eurer Mission zu helfen, aber auch ihr müsst alles geben. Jawohl, wir werden sie nicht enttäuschen. Alice wird uns nicht noch einmal besiegen. Sehr gut, ich denke, Victoria ist bei dir in guten Händen. Ich zähle auf dich, Mark. Bitte nimm Victoria auf deine Reise mit. Natürlich, sie ist immer willkommen. Danke, Papa. Mark, ihr alle, vielen Dank. Hört alle mal her. Ich hoffe, ihr habt lange und Unterhosen eingepackt, denn wir fahren in den Norden. Nächster Halt Hokkaido. Hokkaido oder so. Hokkaido? 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 Ist... Aber das ist meilenweit entfernt. Was machen wir denn dort? Es ist kalt in Hokkaido. Ich mag die Kälte nicht. Himmel hat mir gesagt, dass es einen starken Schwimmer an der Alpine Junior High gebe. Ist es der, den ich jetzt vermute? Jetzt, da Excel nicht mehr im Team ist, brauchen wir einen neuen Stürmer als Ersatz. Wir haben noch genug. Ein neuer Stürmer? Was? Sie werfen... Erst werfen sie Excel aus dem Team und jetzt wollen sie ihn einfach ersetzen? Gehen wir. Papa, ich bin bald zurück. Viel Glück, Victoria. Viel Glück euch allen. Also. Also los, brechen wir auf. Er ist wie ihr Vater. Er ist also ihr Vater. Stimmt was nicht? Oh, es ist nichts. Ich habe nur an die Zeit gedacht, in der ich genauso leidenschaftlich und zielstrebig wie Mark Evans war. Das sind Sie immer noch, Herr Premierminister. Es ist nicht einfach, wissen Sie. Entschuldigung, Herr Premierminister. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Und wer sind Sie? Ah, wie unhöflich von mir. Ich bin Ermittler Smith von der Polizei. Ich bin sehr erleichtert, dass Sie unversehrt sind. Ich bin auch recht erleichtert darüber. Ich habe mich gefragt, ob Sie uns wirklich nichts über die Zeit, über Ihre Zeit bei der Alice Academy sagen können. Es ist so, wie ich es gesagt habe, ich erinnere mich an nichts. Ich verstehe. Naja, kann man wohl nicht ändern. Ich wollte nur sicher gehen. Smith, nicht wahr? Ermittler Smith? Ich weiß nicht, was Sie von mir denken, aber... Aber ich muss Sie warnen. Das ist etwas... Da ist etwas Furchtbares. Etwas Mächtiges, das weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht und es kommt direkt auf uns zu.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Premierminister. Interessant. Der verheimlicht uns irgendwas. Eine Sache noch, bevor wir gehen, Herr Smith. 20.000 Smith? Ja? Die Trainerin der Ramen 11. Ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht bei einem Fußballspiel? Nein, ich bin mir sicher, ich habe sie woanders gesehen. Wo war das? Unsere Suche nach einem neuen Stürmer führt uns nach Norden. Zeig uns, was du drauf hast. Hm? Er wirkt irgendwie verändert. Erfahre mehr in Der Star aus dem Norden. Janos, wir kommen!